Da lasse ich dich außersehen einmal als Drache-Unlicht-Pokémon in ein Feen-Pokémon einwechseln. Kann ja mal passieren. Ist halt nur Vierfachschwäche. Ich meine, hättest du auch überleben können, ne? Hab das vorher gesagt. Ach, passiert, Digga. Spielen und kommentieren, das ist ein bisschen schwer. Man kriegt ja ein besonderes Pikachu. Ich weiß aber nicht mehr, welches. Fürs Gewinnen oder Verlieren. Es gibt ja immer eins. Wir nehmen mal Melody. Melody sollte extremst hübsch sein, eigentlich. Schönheit. Ich habe nicht drauf geachtet von den Werten, aber sollte so sein. Auswertung. Bam, bam, bam. Er hat gewonnen, der Hässliche. War ja klar. Wir sind sogar Dritter nur. Schande. Obwohl Kleid-Pikachu auch cool ist. Kleid-Pikachu ist auch cool. Wir müssen dem dann auch noch einen Spitznamen geben. Ist natürlich mal wieder ein Tank und Initiative geht runter. Es ist so schlecht, Aber er hat Sternhieb als Signature-Move. Glaube ich. Ich glaube, Sternhieb ist sein Signature-Move. Von daher eigentlich ganz geil. Alright, jetzt bin ich gespannt. Time to shine, Digga. Hohle Augen. Ja, ist okay. Oh, okay, das war ein Crit. Ich wollte gerade sagen. Alright, einfach One-Shot. Aber das war El Critos Maximus. Mir wird es jetzt gerade random bewusst, wie viel Arbeit ich allgemein in diesen Hack geballert habe. Alleine, nur wenn ich daran denke, dass ich eigentlich jeden Trainer seit Route 1 komplett... Oh mein Gott. Okay. Das war kinda scary. Komplett überarbeitet habe. Jedes Pokémon von jedem Trainer neu eingefügt habe. Manuell. Und jede Attacke manuell eingefügt habe. Junge. Wie viel Arbeit das war. Holy shit, Mann. Fällt mir es jetzt so ein, beziehungsweise realisiere ich es, wie krass das eigentlich ist. Ach, come on. Hör doch auf, Mann. Ey, Bash, du bist so useless, Mann. Oha, der Seegesang heal. Plus 2 HP. Das ist ein Doppelkampf. So fine, I guess. Zugle wird eh nie das Tageslicht sehen. Toxisch, Digga. One-Shot. Imagine. Und das war sogar ein Crit. Guck mal, Plaudergei gibt sich so viel Mühe. One-Shottet alles. Crittet. Und trotzdem will Barbie nichts damit... Oh mein Gott. Will Barbie nichts damit zu tun haben. Krank, krank. Krank, wir haben nur eine Attacke Aquawelle, fällt mir gerade auf. Das ist irgendwie ein bisschen pepega.
Jetzt wäre eine Feenattacke geil. Jetzt wäre... Ach du heilige Scheiße, das war ein Crit. Jetzt wäre Diebeskuss huge. Easy. Easy. You read it like a book. You damn ho. Natürlich macht er nochmal Tiefschlag. Das ist nochmal ein Crit. Geh nicht raus wegen Verfolgung. Komm, hitte dich selbst. Hat der nur Tiefschlag? Ist aber okay, dann machen wir Eisenabwehr. Er ist nicht mehr verwirrt. Natürlich ist er nicht mehr verwirrt. Doppelteam. Tiefschlag, Doppelteam. Wie eklig bin ich? Ach, come on. Das ist jetzt unnötig. Der Shit macht so viel fucking Damage. Holy fuck, Mann. Shadow Sneak? Okay, wir treffen. Boah, Junge. Junge, dieses Subiris. Es nimmt ja anders Hops, Alter. Pfiffchen. Hoppla. Ey, wer ist hat Donnerzahn? Ich kenne mich. Es wird safe Donnerzahn haben. Safe. Ich merke gerade, Smedpo hat nicht so kranke Attacken, hä? Alles ist keiner Scheiße. Ich bräuchte dann unbedingt mal, Level 20. Eine starke Eis- oder Wasserattacke oder sonstigen Shit. Weil 40er Moves, das ist kein outdated. Das ist kein outdated. Oh, oh, oh. Bärschregel trotzdem. Digga, war das heftig. Das war richtig knapp. Energie, Fokus, Temposchub. Das war knapp. Alright, damit hätten wir den Strand fertig. Alright, wir sind alle 20. Wir lernen Schlitzer. Das ist auch huge. Würde ich, glaube ich, dann gegen Grimasse wegmachen. Gegen Gewissheit, glaube ich. Obwohl wir relativ langsam sind. Schlitze gerne Sachen auf. Bruder, Alter. Ich weiß nicht, ob wir noch zusammenspielen können, Digga. Grimasse weg. Alright. So. Was hat der Kampf denn für Pokémon? Die hat...